Ja, kurz im Blick noch auf die aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Beim Thema Cloud denkt ja jeder sofort an die Vorgaben der Finanzaufsicht, die zu beachten sind, insbesondere aus den Anforderungen der sogenannten Mindestanforderung für das Risikomanagement, den MA-Risk. Wir haben uns natürlich auch mit diesem Thema intensiv befasst. Ja, und naturgemäß können wir Ihnen natürlich die Prüfung, ob Sie diese Nutzung einer digitalen cloudbasierten Signatur als wesentliche oder als nicht wesentliche Auslagung hier qualifizieren oder das sogar nur als sonstigen Fremdbezug hier klassifizieren, nicht abnehmen. Zu beachten ist aber, dass wir ja den Signaturprozess jederzeit wieder auf einen klassischen manuellen Prozess, also sprich Ausdrucken, Unterschreiben und Postversand umstellen können und insofern da ja keine großen Abhängigkeiten bestehen. Ferner ist Develop Sign ja eigentlich eher ein Werkzeug. Es ist ganz bewusst nicht als dauerhaftes Archiv zu sehen, sondern eher für eine temporäre Nutzung ausgelegt, nämlich nur für den Signaturprozess. Die Speicherung der Dokumente erfolgt dann ja lokal auf Ihren eigenen Laufwerken oder zum Beispiel in einem Dokumentenmanagementsystem. Hier bieten wir ja auch entsprechende offene Schnittstellen an, beziehungsweise einige fertige Lösungen, wie Sie sich mit dem von uns angebotenen Dokumentenmanagementsystem dann integrieren können. Und schließlich sei das Thema der Migration oder Remigration genannt. Auch das ist ja eine Anforderung nach den MA-Risk. Hier haben Sie da ganz einfach die Möglichkeit, über eine Markierungsfunktion, das sehen wir auch gleich noch im Live-Szenario, die Möglichkeit, alle abgespeicherten Dokumente zu markieren und in einem Rutsch herunterzuladen und wiederum lokal abzuspeichern. Insofern haben wir viele Anforderungen, die das Thema MA-Risk hier stellt, an eine Cloud-Lösung schon erfüllt, beziehungsweise muss man sich einfach aufgrund der Argumente überlegen, ob das tatsächlich eine wesentliche Auslagung ist und somit diese engen Vorgaben der MA-Risk hier schlagend sind. Ja, noch ganz kurz zum Datenschutz. Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Hier erfolgt die Datenspeicherung grundsätzlich in Deutschland, in Rechenzentren, die im Großraum Frankfurt georedundant ausgelegt sind. Es liegen natürlich entsprechende Zertifizierungen vor, wie beispielsweise die C5-Zertifizierung des Bundesamtes für die Informationssicherheit, des BSI. Und auch die Verschlüsselung erfolgt nach gängigem Industriestandard, also sowohl was die Transportverschlüsselung angeht, die sogenannte Data in Transit, als auch die Verschlüsselung der Datenhaltung, also sprich Data in Rest. Und ja, zum Schluss mögen Sie uns das auch zusammenfassen, dass natürlich für uns auch der Datenschutz elementar ist. Denn nur wenn Sie und unsere Kunden uns hier vertrauen, dann können wir natürlich entsprechend erfolgreich sein. Das ist quasi ja die Grundvoraussetzung für unser Business, dass wir Ihnen hier eine entsprechend sichere und datenschutzrechtlich einwandfreie Lösung hier bieten. Ja, und letztlich vereinbaren wir dies alles auch, wie auch weitere Punkte natürlich verbindlich mit Ihnen in unseren Vereinbarungen, in unseren Develop Cloud Plattform Leistungsbeschreibungen. Und sollten Sie darüber hinaus noch weiteren Regelungsbedarf haben, so können wir das natürlich bilateral diskutieren.